Das hat irgendwie so ausgesehen, als könnte man da rein? What? Hä? 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 Wo? Was ist das? Hä? Was ist das? Kann ich damit was machen? Hallo? Muss ich das... hier reinkasten? Okay, das ist aktiv. Das hier ist aktiv. Ne, das hört wieder auf, aktiv zu sein, ne? Das hier ist aktiv. Muss das alles gleichzeitig vielleicht aktiv sein? Braucht man hier vier Spieler? Braucht man hier etwa vier Spieler? Um das alles gleichzeitig aktivieren zu können? Macht das was, wenn das hier aktiv ist? Würde das was tun? Nee, aber es interagiert... Also es interagiert nicht wirklich mit dem Teil da, ne? Nee. Hä, was ist das da? Okay, strange. Strange, aber ich nehme es. Sollten wir das da wieder von vorne machen oder so? Gut, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall in die Richtung weitergeht. Wow, okay. Und das meinte ich, man muss die komplette Map untersuchen. Irgendwo, da sind geheime Dinger. Da sind einfach geheime Dinger. Oh! Okay, eine Pflanze. Sogar gar nicht so wirklich dino-mäßig, sondern einfach so eine Pflanze. Pflanzen müsste anfällig gegen Feuer sein. Weg mit der Pflanze. Nice. Okay. Please, 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 please. Naja, nehmen wir mit. Naja, nehmen wir mit. Naja. Jetzt wieder zurück, ne? Ja, damit wir nochmal genau da rauskommen, wo wir hin wollten. Nämlich auch nicht, wie weit wir da jetzt drin waren. Noch einmal skillen. Ei. So, das passt nicht ins Inventar, weil wir wieder zu viele Materialien hier drin haben, ne? Götzen und so ein Shit. Was ist das da? Ist das überhaupt besser? Nee. Ist es nicht.
Oha! Achso, nee, ist ja immer. Ja, oha, genau. Nee, ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Erhöhte Rüstung. Naja, okay. Ich will wieder zurück durch das Portal. So. Wir wieder in die Rostlande. Genug die Steinzeit erkundet. Okay, da haben wir jetzt alles geskillt. Dann haben wir einfach noch. Wir kriegen auch Mana zurück. Ach so, wenn wir es direkt wirken, kriegen wir Mana zurück. Okay. Also nicht mit Rune, okay. Okay. Oh. Weg mit dir. I cannot do that. Jawohl. Einfach alle drei. Mhm. Sehr schön. So, dann skippen wir mal hier rein. Hier haben wir noch mehr Elementardurchwirkung, war das, glaube ich. Ja. Und hier machen wir noch mehr Ausbreiten. Damage. Kommt es wieder und da ist es schon wieder tot. Sehr schön. Gut, wenigstens ist das Gebiet hier auch nicht so groß. Jedenfalls kommst du ja nicht so groß vor. Was haben wir hier oben? Was haben wir hier? Eine Kiste. Sehr schön. Gut. A man of many pockets. Weg mit dem Zeug. Nee, komme ich auch nicht durch. Dann haben wir aber alles. Dann haben wir hier alles auf diesem Gebiet. Wir gönnen uns bei dem nächsten noch den Backport. Und dann sind wir nämlich. Hier hat noch einer so ein Ding. Oh mein Gott. Warum Half-Life? Nee, Helm brauchen wir keinen. Die unteren Abwasserkanäle. Schon wieder in den Kanal rein. Wir sind Kanalarbeiter. Wir burnen einfach alles aus dem Kanal. Okay, mit ihm hier, mit Alri können wir auch nochmal. Right.
I think we're far enough for me to say this. I'm willing to take her on her word. What I'm not ready for are words alone. Was soll das heißen? I'll use my portals to scout ahead, while you make sure nothing follows us. Okay. There should be some aqueducts up ahead. Let's meet there. Warum kämpfst du nicht auch mal? Das ist eine gute Frage. For you, I'd still be in the Dreadnought. Or worse, I'd be making friends with Zerik's victims. Okay, pass auf dich auf. Ja, ich weiß, dass du nicht das bist. Danke. Okay, dann porten wir aber jetzt erstmal wieder ans Ende der Zeit. Huch. Ja, hier. Let's go. Do it. I dare you. Dann haben wir heute echt viele Level gemacht. Holy moly. Ich glaube 10 Stück oder so, ne? Fast 10, ne? Wir sind kurz vor Level 42. Krass. So, nee, das ist der falsche. Du kommst da nicht, nein, nicht in meinen Slot. Du kommst hier rein. Ich nehme mal den Götzen. Der Götzen, der kommt hier hin. Set-Gegenstände haben wir noch keinen mehr. Aber wir haben noch einen Ring. Das ist derselbe. Okay, jetzt haben wir den gleichen. Geil. Materialien weg. Wir haben Schlüssel. Ich würde sogar mal noch... ich würde das da mal abändern wollen und würde das wahrscheinlich auf Set-Teile... So machen wir das... dem Sohn Ding geben? Ja, komm, geben wir dem Sohn Ding. Wir kaufen uns einen neuen Tab. Ja, wir haben genug. Nennen den Kies. Machen den in Rot. Dann geben sie ihm so ein Schlüsselsymbol. Und dann können wir nämlich unsere Kies hier reinmachen. Geil. Und fürs nächste Mal nehmen wir dann die. Nehmen wir dann die Keys und machen einmal den Dungeon durch, wenn wir dürfen. So, ich glaube, das da war es jetzt, ne? Wir hatten auch nichts Neues oder so. Würde ich noch einmal das ganze Zeug hier verkaufen. Ja, Eisschwall und so. Ja, komm. Weg damit! Sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Okay. Einmal Spiel verlassen. Dann wär's das wieder für heute. Kann ich ja noch einmal kurz zeigen, dass ich auch ein bisschen was privat gemacht habe. Also hier mein Ambusswächter. Den habe ich noch ein bisschen privat gespielt. Der wird wahrscheinlich jetzt auch noch mal ein bisschen im Level steigen, weil privat spielen will ich ja auch noch ein bisschen. Definitiv. Mal so ein bisschen trillern und so. Auf chillig, ne? Jeden Abend eine Runde. Das, denke ich, ist ganz cool. Gut. Dann freut mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Auch an alle Twitch-Leute im Streamchess. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir werden uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Und falls noch welche bei Twitch da bleiben, dann raide ich euch noch irgendwo rüber. Und wenn nicht, dann tüdelü und macht's gut. Bye bye. Tschüssikowski. Hallihallo, hallöchen, liebe Leute. Willkommen zurück zu dem guten Last Epoch. Wir begeben uns heute weiter auf die Reise mit unserem schönen Runenmeister, dem guten Nacrum. Wie hübsch er einfach aussieht. Guckt euch ihn an. Ey, Mann, das ist wirklich ein, ne? Hier, Elite-Pater. Akademiker mit Niveau. Niveau ganz groß geschrieben. Ne? Schwertchen und einen Schädel. Cool.
Eigentlich hätte ich hier lieber einen Zauberstab, aber naja. Er hat auch irgendwie Plattenschuhe an, aber... also, er ist so ein halber Tankmage, ne? Kennt man nicht anders. Ist man ja gewohnt. So. Dann lass mich mal hier nur so das Zeug einrichten. So. Dann... Ja. Let's go. Let's... Go! Ich habe ich hab gerade eben schon zu Chat gesagt, mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht kommen wir ja sogar durch. Das wäre richtig krass. Aber ich gehe irgendwie nicht davon aus, dass das der Fall ist. Übrigens habe ich wieder das da. Wenn man sein Mikro auch noch instimmt, dann hört man sich auch ein bisschen besser. So. Also. Wo geht es hin? Was ist zu tun? Wir haben ein leeres Inventar, das ist gut. Das brauchen wir nicht mehr zu leeren. Wir müssen ins imperiale Zeitalter und ich glaube auf die Reise zur Julias Zuflucht. Hey. Okay, gehen wir erstmal wieder ins Abwasser. Auf geht's. Level 41 im 39er Gebiet. Also wir halten uns jedenfalls treu. Nee, stopp, wir wollten noch was anderes machen. Nee. Haha, bevor wir... Haha. Ja, ganz klar. Bevor wir dahin reisen, machen wir einen Abstecher. Und zwar hierhin. Denn wir besitzen doch jetzt etwas. Etwas Cooles. Wo hoffentlich das Ganze so ein bisschen gefixt wurde. Das wäre, ja, echt extrem nice. Und zwar besitzen wir einen Key. Wir besitzen einen Key. Und damit können wir doch wieder hier rein. Und ich will hoffen, dass das bedeutet... Ja, Dungeon betreten. Er ist immer noch Stufe 20, aber wir müssen ihn wahrscheinlich einmal abschließen, damit wir eine höhere Stufe bekommen. Ich will einfach hoffen, ich will wirklich, wirklich hoffen, das haben die gefixt und es passiert nicht mal, wenn man stirbt, dass man dann quasi geforce-quittet wird und dann den Schlüssel verliert und nichts mehr machen darf. Das wäre echt mies. Das habe ich definitiv nicht enjoyed. So, erstmal wieder hier so ein bisschen reinkommen. War vielleicht gar nicht so eine gute Idee, direkt am Anfang diesen Dungeon dann zu machen. Aber wir machen einen so insane Damage. Ich glaube, das spielt dann auch keine Rolle mehr. Unser Damage ist wirklich, wirklich gut, ja. Er ist wirklich not bad. Leg mal so diese Nester weg. Ich hasse diese Spawner, ne? Also Spawner ist ja wirklich auch... Das ist ja wirklich... Das allerletzte, ne? Hätten wir wirklich... Wir halten deutlich mehr aus, ne? Also die... So Level 20 ist halt wirklich auch Level 20. Wenn du so Level 40 bist. Okay, irgendwie habe ich... Okay, die sind immer noch fies. Aber die sind auch nicht mehr so schwierig. Okay, vielleicht war es sogar eine gute Idee, dass wir uns ein bisschen Zeit gelassen haben. Oder beziehungsweise, dass uns das passiert ist. Dann können wir nämlich hier... Ich richte einen weiteren Back und Schlüssel weg. Nein! Please don't! Ich rieche da gar nichts außer genau leckere Sachen, die wir anziehen dürfen. Die uns auch wirklich was bringen. Nix da, Schlüssel weg. Nein. Sowas, nee. Weil das ist ja letztens, glaube ich, auch nur. Das ist, glaube ich, auch nur passiert, weil wir gestorben sind. Weil ich habe nämlich einen YouTube-Shot von. Dem guten Jesse Rocks gesehen, der ja
in der deutschen Szene extrem viel für seine Hack'n'Slays bekannt ist. Also für seine Videos über Diablo und Path of Exile, glaube ich, auch. Bin jetzt nicht 100% sicher, nee, Path of Exile glaube ich sogar nicht, aber Diablo. Auf jeden Fall. Habe ich ihn viel geguckt gehabt. Die machen doch immer noch guten Damage. Nicht unterschätzen. Und dem ist genau dasselbe passiert. Genau dasselbe. Er ist gestorben und dann wurde er geforce-quittet. Also hat halt einen DC bekommen. Richtig angenehm. Muss man wirklich sagen. Richtig angenehm. Sowas. Wenn einem das passiert. Aber sieht eigentlich schon soweit ganz gut aus. Ich könnte mal den hier machen. Habe ich sogar noch ein bisschen besser. Ja, alles Sachen fallen, die ich gebrauchen kann. Sehr schön. Was ist das da oben eigentlich? Irgendwie so ein Strich. Oder vielleicht ist es, dass wenn man stirbt und rausgequittet wird, vielleicht ist das auch gewollt. Man weiß es ja nicht. Wäre ein echt doofes Feature. Aber maybe ist es ja gewollt und so. Wäre wirklich nicht geil. Das wäre echt, echt uncool, muss ich sagen. Das wäre wirklich, wirklich uncool, aber naja. Okay, da haben wir schon mal alles durch. Dann... Heute ist hier wieder... Natürlich ist hier wieder so ein Ding. Irgendwie lenke ich hier so ein bisschen rum. Echt, das ist auch sehr uncool. Aber Stream sagt eigentlich alles in Ordnung. Weg damit. Das könnten dann natürlich jetzt die Server sein. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Mana gewinnen bei Treffer mit Zerreißen für Wächtersplitter. Was? Wächter? Ja, gut, okay. Mana-Splitter bekommen, aber nicht für unsere Klasse. Auch gut! Mag ich ja, sowas. Ne? Ist ja... Meine Lieblingsbeschäftigung, Sachen zu bekommen, die eigentlich so gar nichts mit meiner Klasse zu tun haben. Oder mit dem, was ich spielen will. Besser gesagt. Schön. Cool. Naja. Okay. Nee. Hallo. Danke. Das wollte ich aufsammeln. Oh, wait, da gibt's was zu. Da redet jemand, da will jemand reden. Mit den Nestern. Okay. Hallo? I knew you would help. Okay. Of course. I merely transferred my spirit to another tree. Any Spriggan can do it. Though there are fewer trees than when I was last awake. Far fewer. What happened to the world? Well, Eterra had just gone dormant and released the humans from the temple. I figured it would be good to be well rested before meeting all of them. So I decided to take a nap.
How many dawns ago would that have been? Wait, okay, die ruinierte Zukunft erklären. That is. We should stop the mountain beneath before any more humans die. Okay? Ja, wir sind gerade in dem Zeitalter der Leere, oder? Also, sie ist irgendwo hier, hat sie sich schlafen legen, weil sie sich dachte, da ist sie wieder wach oder was weiß ich. Oder bisschen Zeit vergangen, hä? Also, will ich jetzt nichts sagen, aber das ist schon ein ziemlich tiefer Schlaf. Holy. Das ist schon ein ziemlich tiefer Schlaf, der da in den Tag gelegt wurde. Mann. Würde man mal so schlafen, ne? Also, krass. Ah, warte mal. Hier geht's gar nicht durch, ne? Hier kommt man gar nicht rein, kommt man, ne? Nee, von keiner Seite, oder was? Komisch. Was muss man machen, um da reinzukommen? Auch von hier nicht? Nee. Okay. Zugesperrt einfach. Bin ich gespannt, ob wir da reinkommen irgendwie. Nee, von der Seite auch nicht. Sag mal, was ist denn das? Weird. Hier geht's auch nicht weiter. Glyphe der Verzweiflung. Kann ich mir meine Glyphen irgendwo angucken? Oh, nee. Ich hätte mir die hier angucken können, ne? Was machten die? Materialien. Ah, doch. Glyphe. Ja. Hä? Das sind Ruinen. Glyphe der Verzweiflung. Dann haben wir... Ah, okay, davon haben wir jetzt eine. Deine Chance, ein Affix zu versiegeln, statt es zu verbessern. Das versiegelte Affix wird in einen eigenen Slot verschoben, sodass ein alter Slot für ein neues Affix verfügbar wird. Ja, ein Gegenstand kann maximal ein versiegeltes Affix haben. Oh, lol! Dann kann man quasi 5 Affixe auf so eine Waffe drauf machen, oder? Ja, das ist ja cool. Sehr krass. Okay. Haben wir hier noch irgendwie... Nee. Nope, nope, nope. Nee, das ist auch nicht wirklich viel besser, ne? Nee. Ah, nee, 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 ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Gott, diese Baumviecher sind aber doch schon ein bisschen... Die sind schon lästig und so. Hier geht's noch lang. Okay. Baumerich, weg mit dir.
Too many damage. Ouch. Fools. Fools. Okay, ich gehe. Hey, hier ist auch nichts. So, irgendwo muss es doch lang. Nee, hei, ja, gei, ja, ja, ja. Das war wieder knapp. Bisschen zu knapp. Was ist denn das für ein Ding da? Was zappelt denn da als Schatten die ganze Zeit so rum? Ach, nochmal so ein. Nehmen wir mal so einen Baum. Ah, da geht's lang. Okay. Gut. Wir erkunden natürlich erstmal noch den kompletten Dungeon. Auf die Gefahr hin, dass wir einfach getötet werden. Aber no risk, no fun. Ne? So sieht das nämlich aus. No, 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 no. Don't let me die. Sind da wieder Neste? Ja, natürlich. Ein kleines Nestchen. So, kommen wir hier irgendwie in die Mitte? Ja, müssen wir, ne? Müssen wir ja. Nochmal ein Nest. Oi. Ah, ich glaube, wenn ich diese Riesendinger da mache. Also diese, die mich auch mit Feuer und so weiter bespucken. Dann krieg ich... Oh, oh Fixsplitter! Nice! Dann krieg ich wieder Leben dazu. Also so Leuchtkraft, ne? So. Okay, wir haben fast alles erkundet. Ich würde nochmal zurückgehen, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, vielleicht kommen wir doch irgendwie da rein, aber das irgendwie, ja, ich auch nicht, ne? Das war, müssen wir schauen. Ich würde es auf jeden Fall probieren wollen, wie da irgendwie reinkommen. Nee, also hier ist nochmal abgesperrt. Hier sieht gut aus. Glaube ich zumindest. Hoppa. Ach, da hat unser Flammensturm mal wieder so ein bisschen sich gedacht. Baggen wir rum. Okay. Nee, hier ist wieder. Ne, hier ist zu. Ich gehe schwer davon aus, dass es alles zu, ne? Außer hier geht's jetzt lang. Hier ist auch zu. Da ist zu. Hä? Okay, muss man irgendwas. Kann sein, dass man irgendwie was Besonderes machen muss oder so. Oder das mit höheren Rangstufen sich freischaltet, dieses Gebiet. Das kann natürlich auch sein. Aber gut, so kommen wir halt hier auf jeden Fall nicht rein. Dann, Backtracking. Hier müssen wir noch hin? Ja. Machen wir das doch mal. Machen wir das doch mal.
und backtracken. Denn hier wird alles erkundet. Ich glaube, außer da, also bei dem blauen Fleck, müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal hin. Wenn da jetzt der übelste Shit ist, dann, ja, ist halt so, ne? Entscheidungen wurden getroffen. Ah, hier geht's auch noch weiter. Wait a minute. Also, wir haben irgendwie. Hä? Wir haben jetzt zwei Wege, wo man weitergehen kann. Hä? Das geht aber nur einmal weiter. Erstmal das Nest da weg. Dann, bin ich ja schon fast gewillt, hinzugehen und zu sagen, gehen erst unten lang? Entscheidungen. Na, wir gehen oben lang. Wir gehen oben lang, das haben wir als erstes entdeckt. Wir gehen da rein. Let's go. Neuer Modifikator. Gegner hinterlassen mehr seltene Schmuckstücke. 5% erhöhter Gegnerschaden. 10% erhöhte Gegner-LP. Okay. Schmuckstücke wäre nice. Wobei, ich habe noch einen Ring. Haha. Ich habe ja auch meinen Wächter so ein bisschen gespielt. Privat. Und habe dann doch mit dem Wächter einen Ring für den Magier gedroppt. Den können wir noch anlegen gehen. Ich gucke jetzt aber erstmal da unten noch rein, ob das ein anderes Ding hat. Weil, was hättest du im Angebot? Gegner lassen geringfügig mehr Glyphen. Ich nehme die Ausrüstung. Ich nehme den Schmuck definitiv hundertprozentig, weil ich glaube, Glyphen brauchen wir im Moment noch nicht so krass. Wir haben noch keine so krasse gute Ausrüstung, dass wir irgendwie Glyphen da drauf klatschen müssten. Und wir haben ja schon einige Glyphen gesammelt. Und ich denke, im späteren Haus wird das noch viel, viel mehr. Dann lass mich mal durchgehen hier. Ausgehöhlter Titan. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Das wäre jetzt, das wäre schon echt cool. Ist das Bossfight dann? Nee, aber das kann ja irgendwie, kann das ja dann nicht so ganz sein. Lighting the Kindle to get through. Okay. Nice. Aha. Dann lass mal hierher. Warum ist das ja schon aufgedeckt? Damit ich weiß, wo ich hin muss. Alright. Gehen wieder erst einmal nach rechts. Ist okay. Schon wieder versperrt, okay. Ich frage mich, wie man das aufbekommt.
Jetzt legit. Da kommt man nicht durch. Aber hier bekommt man extrem viele von den Dingern hier, hä? Das ist ja wild. Die sind ja wirklich überall gerade. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Wie kommt man hier durch? Kann ich das... Macht das hier irgendwie auf? Noch nicht durch. Der Baum macht so viel Damage. Warum tut er das? Nur so ein armer kleiner Magier, hör doch auf, so viel Damage zu machen. Hochkonzentriert hier. Also ich muss mich legit ein bisschen mehr konzentrieren, weil ansonsten bin ich, glaube ich, wirklich tot. Das sind Level 20 Monster eigentlich, die jetzt ein klein wenig gebufft sind. 5% mehr Damage machen und die rippen mich hier aus dem Leben. Die sind Level 20 und ich bin Level 41, also... Das ist schon, hat auf jeden Fall eine gewisse Schwierigkeitsstufe. Ich glaube, ich mache es mir halt wirklich auch noch zusätzlich schwer, weil es ist ja kein Meta-Bild oder so. Das ist ja wirklich self-made. Das, was ich gerade spiele. Wobei ich halt gehört habe, es ist sehr friendly dahingegen, das Game. Also, das Epoch kann man auch einfach sich selber ein Bild zusammenstellen und wird damit auf jeden Fall ein bisschen Erfolg haben. Und, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr. Das ist eine schöne Aussage. Und ich hoffe, diese Aussage kann ich im Late Game auch noch unterstützen, weil das wäre nämlich richtig cool. Wenn man sich einfach seine eigenen Builds ausdenken kann und die funktionieren alle so relativ gut. Relativ, ne? Also wahrscheinlich immer noch nicht das Beste. Dafür gibt es Leute, die sich mit dem ganzen Kram beschäftigen und sich den Paper Damage angucken. Und sagen, ja, hier braucht er noch ein bisschen und da braucht er noch ein bisschen. Und das werden wir wahrscheinlich auch noch machen. Bin ich mir relativ sicher. Weil, ich würde schon dieses Bild gerne zu einem gewissen Erfolg bringen. Das wäre echt cool. Aber dann müssen wir halt im Endgame sein, weil so, also, jetzt noch in der Level-Phase brauche ich halt kein Bild auszudenken. So, mein guter Boy. I am back. Was willst du? Hallo. Closer to where the mountain beneath is headed. Ah, was will der Berg der Tiefe? Titans are simple creatures. Even if the ones that figured out how to speak like to pretend they are not, the mountain beneath is probably looking for food and getting upset about finding nothing. Ah, gibt's noch weiter? It used to be at least. From what I can sense, they are all gone except the one we are following. Mm-hmm. Not that this world could support them anymore. Was hat dich und den Berg der Tiefe aufgeregt? I'm not sure. Maybe we could tell that there isn't much time left to be awake anymore. Okay, das macht natürlich, das macht Sinn, ne? Also wenn nicht mehr so viel Zeit ist für wach zu sein, weil man einfach... Ja, mal so ein paar 5000 Jahre geschlafen hat. Oder vielleicht mehr oder ein bisschen weniger. Und sich jetzt so denkt, oh, ja, noch 100 Jahre zu leben. Würde ich aber auch aufwachen wollen. Nee.
Das war nix. Okay, die machen zumindest jetzt nicht mehr so viel Damage. Die komischen roten Dinger da. Orangenen, sorry. Die wie so Flammen aussehen und wahrscheinlich auch Flammen darstellen sollen. Ich habe mir ihren Namen nicht angeguckt. Weg damit. Fanmacher. Cool. Mal irgendwie sehr gerne Bild ziehen Mana-Probleme haben. Das ist, beziehungsweise Early einen Mana-Problem haben. Das ist, schwierig. Ach man, ich will doch nur mit meinem Fireball ein bisschen Mana generieren dürfen. Gib mir doch einfach dieses, Affix. Da wäre ich schon sehr zufrieden. Das wäre ultra krass. Oh nee. Diese Fledermäuse. Manometer. Das sind solche Drecksviecher. Das müssen die aber auch so einen. Wie überschissen viel Damage machen. Das ist insane. Steht doch in keiner Relation. Guckst du dir die anderen an? Die machen nichts dagegen, machen die. Junge. Boah. Dann erschrecken die einen nur so. Kein Mana. Fledermaus. Da muss auf jeden Fall einer von den Entwicklern sich gedacht haben, so, ich mag Fledermäuse. Batman it is. Wir machen die jetzt komplett fertig. Die Spieler haben noch nie so starke Fledermäuse in ihrem Leben gesehen. Und dem muss ich sogar noch komplett zupflichten. Denn ist es wirklich so. Okay. Stirb. Sterben Sie, please. Ja. Nice, Probe. Yay. Konzentration ist echt real. Oh, nee, keine Fledermäuse. Die ziehen mir auch extrem viel, also extrem schnell was von diese, von meinem Dings ab. Ich bin jetzt auf 95. Noch zwei Attacks von so einer Fledermaus. Das ist heftig. Ja, die geben einem wieder Stuff zurück. Das ist sehr angenehm. Hallo? Beweg dich! Mann, bleibt der da einfach wie gelähmt in dieser Fledermaus drin stehen. Da ging mal kurz die Pumpe.
Weg damit! Oh. Was Rotes. Also etwas, das wir vielleicht potenziell wollen. Bitte? Durchstoßen Chance mit Feuerball. 19% erhöhter Zauberschaden. Das ist schon fast das, was wir wollen. Aber nur fast. Denn eigentlich hätte ich gerne... Das, ich krieg Mana mit dem Feuerball. Aber das ist nicht ganz so uncool. Die müssen sich auch immer in Ecken reinstellen. Und du merkst erst extrem spät, dass die da sind, ne? Dann, der hat das. Dann wiederverwerten wir den mal gerade und hoffen, dass wir das rausbekommen. Nice. Sehr schön. Dann können wir nämlich hingehen und das vielleicht irgendwann mal wo draufpacken. Wo es uns mehr bringt, weil nämlich der Kopf ist das Einzige, was hier richtig gut ist. Und ich glaube auch, wenn wir hier wieder raus sind und ich den Ring anlegen kann, den ich gefunden habe. Weil der ist nämlich auch ziemlich nice. Das werdet ihr dann sehen. Da habe ich einen Glücksgriff gemacht. Bei dem guten Ring. Dreh mal einmal so ein bisschen kreismäßig hier rum, ne? Oh nee, oh nee, 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 nee. Warum so viele? Warum, Spiel? Why? Mann, das ist doch extrem assi, wenn da so eine Horde Fledermäuse kommt, ey. Sag mal, wie groß ist denn das Gebiet? Ist ja noch größer als es gerade eben. Das gerade eben war ja schon nicht klein. War, glaube ich, zweimal die falsche Taste. Ich habe nur noch einen Mana-Trank. Einen Heiltrank. Ich brauche wieder Heiltränke. Bitte geben Sie mir Heiltränke. Sonst könnte das hier ganz schnell anders ausgehen. Danke. Jetzt einfach mal da rein. Das muss sterben. Okay. Gut. Ach, hier sind noch Spinnen. Ach, hier steht auch noch eine. Keine Fledermäuse, keine Fledermäuse. Ich höre euch doch schon. Fools. Fools. Ich hätte die hier. Oh, hier von dem Ding. Oh, nice. Ein Kötze. Huch, ich
die ganze Zeit das Licht nicht bei mir gehabt. Schon wieder. I am not a man of many pockets. Sag mal. Schon so viele Sachen aufgesammelt, holy. Ist ja krass. Ist hier echt noch relativ viel gedroppt? Nein! Also ihr droppt wirklich doch dann schon einiges. Muss man einfach sagen. Schon wieder. Nein! Bitte lass mich neu spawnen. Oh mein Gott. Hä? Ich hab 0 HP. Why, game? Ich mach nie wieder Dungeons. Ich mach nie wieder Dungeons. Ich call's. Ich mach nie wieder Dungeons. Das ist das Behindertste an diesem kompletten Spiel. Gott, das wäre eine 10 von 10, wenn das nicht wäre. What the fucking hell? Ich kann nicht neu spawnen und werde dann einfach gekickt, oder was? Dann sag doch... Also ganz ehrlich, dann sag doch gleich, du kannst den Dungeon nur ein einziges Mal machen. Warum bietest du dann überhaupt an, neu zu spawnen? Dann wirft mich doch direkt aus dem Dungeon. Wo lauf ich jetzt wieder hin? Komplett in Rage, ey. What the hell? Wieder ein kompletter Schlüssel-Waste. Danke. Danke, danke, danke. Hm. Oh. So, ist hier irgendwo was dabei, was wirklich besser ist? Ich glaube nämlich nicht. Bisschen mehr Elementarschaden. Nee. Ist nicht wirklich dabei.